Hallihallo, wir sind zurück in Fallout 4 Nuka World. Wir haben etwas im Wasser, was wir ansprechen wollen, aber es geht ja nicht im Wasser. Ziemlich was. Bietet er sich noch? Kommst du da freiwillig raus, sag mal? Ich habe das Gefühl, er sollte auch nicht hier sein. Entschuldigung, Sir. Bist du glücklich? Was? Wirklich glücklich? Ich will mit ihm reden. Wie? So. Ich glaube, ich bin schon ziemlich glücklich. Dann bist du aber nicht vollkommen glücklich. Ich kann dir den Weg zum wahren Glück zeigen. What the? Die Habologie ist der Weg zur Erleuchtung. Sie kann die Last von deinen Schultern nehmen und dir helfen, das wahre Glück zu finden, nach dem du suchst. Sie kann außerdem das wahre Potenzial deines Geistes entfalten und dir mächtige geistige Kräfte verleihen. Okay. Ja, dann zeig mal. Oder so. Oder lass uns erstmal an Land, genau. Hey, wieder da? Unser letztes Gespräch lief ja nicht so gut. Bist du glücklich? Wirklich glücklich? Ja, ich würde ja... Du heißt gereinigt, da hat nie seinen Namen gesagt. Ich glaube, ich bin schon ziemlich glücklich. Dann bist du aber nicht vollkommen glücklich. Ich kann dir den Weg zum wahren Glück zeigen. Ja. Die Habologie ist der Weg zur Erleuchtung. Habologie. Sie kann die Last von deinen Schultern nehmen und dir helfen, das wahre Glück zu finden, nach dem du suchst. Sie kann außerdem das wahre Potenzial deines Geistes entfalten. Okay. Und dir mächtige geistige Kräfte verleihen. Das klingt gut. Das klingt gut. Zeig mir den Weg zu wahrem Glück. Wenn du das wirklich ernst meinst, dann folge mir. Okay. Ich stelle dich den anderen vor und du kannst an deiner ersten Ausrichtung teilnehmen. Die anderen? Oh Gott. Reise zu den Sternen? Was? Ich glaube, der hat doch so Alustiefel an. Was ist das? Die Habologie hat mir inneren Frieden gegeben und meinen Geist erweitert. Dasselbe kann sie für dich tun. Okay. Wie Mutanten wir hier draußen? Die Ausrichtungen durch, die deinen Körper von Neurodynen befreien. Wenn wir bei Dara waren, solltest du zu ihm gehen. Dara hat mich gebeten, Söldner und ähnliche Leute zuerst zu ihr zu bringen. Du siehst definitiv aus, als wüsstest du, was du tust. Ach, schon so ein bisschen, ne? Auch von denen seid ihr welche. Im Moment zu sechst. Aber ich suche noch mehr Leute wie dich. Ich habe versucht, mit den Raidern im Nuka World Park zu reden, aber sie wollten den möglichen Nutzen der Habologie nicht einsehen. Okay. Kann ich mir vorstellen. Dara meint, wir brauchen mehr Leute für den nächsten Schritt ihres Plans. What the fuck hat er für eine Waffe? Keine Wahl. Was? Jetzt geht's los! Laser-MG und jetzt kommt noch ein Reds Computer hinzu. Was ist denn hier für eine Party? Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Vergiss das einfach. Ja, und jetzt? Kämpfen wir? Gehen wir? Was? Muss mich heilen. Ich habe meine Rüstung gerade eben erst repariert, du Mistvieh. Ja, ich bitte doch um deine Mithilfe. Vielen Dank. Jetzt nicht sie weg hier. Eieiei, wo ist er denn? Jens, wo ist er? Ach da. Hallo. Ich höre schon wieder irgendein Krabbelfieh. Okay. Wirklich auf uns zu. So. Nerviges kleines Krabbelzeug überall. Aber ihr klein, naja, gut. Das, ja. Naja, ne? Und so. Hier sind ganz viele Gebäude noch. Siedlungen.
Das Ding ist größer, als ich dachte. Sag mal, wo sind wir denn jetzt? Ach, das ist... Ah, Ulong-Lager. Ah, okay. Ulong-Lager entdeckt. Sehr schön, okay. Was auch mal diese Ulong sind. Zu ihm folgen, aber das ist doch der, wo ich hin soll. Oder nicht? Er hat echt komische Anzüge, nur mal so als Hinweis, ne? Wo rennt er jetzt hin? Das Rad dreht sich und du kehrst zu uns zurück. Normalerweise kommen Neulinge für die Ausrichtung zu Finn. Aber ich habe den Gereinigten gebeten, Söldner und ähnliche Leute zuerst zu mir zu bringen. Ich würde dich gerne anheuern. Anheuern? Ich stehe immer zur Verfügung, wenn der Preis stimmt. Gut, wir brauchen Raumanzüge, so wie den, den ich trage. Ich zahle dir 200 Kronkorken für 5 Stück. Ich habe erfahren, dass sich einige in der Galactic Zone von Nuka World befinden. Na, 2 habe ich. Aber ich habe 2 Anhänger beim Versuch verloren, sie zu bergen. Ich hoffe, du hast mehr Glück. Okay, 2 von 5. Deswegen Questgegenstand, okay. Gut. Wenn alles klappt, habe ich vielleicht noch mehr Arbeit für dich. Aber bring mir erstmal diese Raumanzüge aus dem Vault-Tech-Bereich von Nuka World. Okay. Hätte ich also alle mitnehmen sollen, na super. Hätte ich das eher gewusst. Naja, gut. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Außer Müll. Schrott. Ja, normalerweise nehmen wir sie mit zum Handeln, aber. Weiß nicht. Diesmal nicht. So. Roland Hopper, Phil. Okay, ich darf hier noch nichts benutzen. Oh. Perfekt. Futtigrezept. So mal, es ist. So. Wenn irgendwas. Hier schläft wieder einer. Na gut. Gut, gut, gut. Ja, haben wir jetzt auch die Ulong-Quest angefangen. Dorthin. Also, das war drüben diese Dauerhaft-Quest da. So. Raumanzüge. Sternenhimmel, ja. Dann reisen wir mal dahin und holen uns noch mehr Raumanzüge. Hätte ich das gewusst, was die echt alle brauchen. Hätte ich natürlich schon mitgenommen. Naja gut, jetzt wissen wir es. Ich dachte, dass man nur selber einen für sich braucht für irgendeine Quest, aber anscheinend brauchen wir sie für andere Leute. Okay. Unglaubliche Glück, Raumanzüge, übernatürliche Kräfte. Ulong sind schon komische Leute. Naja, wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Da gleich nochmal eine leise Sequenz, weil wir da reingehen. Schon zack, gleich reinzuschicken, Mensch. Na gut, so. Raumanzüge finden. Naja, so haben wir das ganze Ding ja schon geklärt. Dann müssen wir jetzt einfach nochmal durchlaufen und alles einsacken. Das meiste war ja in irgendwelchen dieser automatischen Puppen da drauf. Sollte also nicht so das Problem sein, denke ich mal. Bei den ersten haben wir, glaube ich, gar nicht von hier, würde ich meinen. Der war noch woanders her. So. Oh Gott. Reisen Sie mit uns in die Zukunft, nein, danke. In der die Menschheit zu Arcturus Prime, eine Zack, meins. Im Jahr 2291. Auf der von der sogenannten Oberfläche dieser abgelegenen, trostlosen Welt ist kein Leben möglich.
Wer sagst du? Doch das Leben ist möglich. Dank Vault-Techs modularer Bauweise können innerhalb von Wochen neue Kolonien auf fast jeder Welt errichtet werden. Zack. 5 Stück. Sehr schön. Geschafft. Na, ging doch ganz fix hier. So. Hopp. Und einmal wieder raus. Hatten jetzt zum Glück schon einige. Ich denke mal, wird hier schon mehr als 5 geben. Wir hätten ja vorher wirklich schon welche gefunden, von daher ging das jetzt recht zügig, sehr schön. Dann bringen wir sie ihr und sehen mal, was sie dann von uns möchte, würde ich sagen. Wenn wir da so ein bisschen vorangekommen sind, können wir immer noch in diesen Kingdom, Kitty Kingdom da die Quests weitermachen. Ne? Eins an anderen jetzt. Einmal wieder ein bisschen Abwechslung. Offizielle Nuke World Rezeptbuch enthält 15 brandneue Nuke Cola Rezepte, die eine Nuke Mixerstation zum richtigen Vermengen der mitunter explosiven Flüssigkeit erforderte. Explosive Flüssigkeiten? Wahrscheinlich auch so Richtung Molotov Cocktail kann man da Sachen craften dann. Bin ich mal gespannt. So, was hier jetzt kommt. Okay. So. Wo ist sie denn jetzt? Du? Willkommen in unserem Plan. Nee. Du solltest mit Dara reden. Ich ja? Sie ist vorne. Briefkästen. Ist vorne bei den Briefkästen. Was ist vorne bei den Briefkästen? Was ist denn hier vorne in den Briefkästen? Wir sind Habologen. Ich bin Tula. Ich bin nur eine AHS. Gereinigt. Phil? Herr? Wer bist du? Also, wer bist du? Maurice. Hä? Wo ist die? Warte mal, da oben. Okay. Thema ist bei den Briefkästen. Upsi. Teleskop. Ich kann das Raumschiff von hier aus Was? Sehen. Genau wie er sagte. Es wartet nur auf einen verdammten Schrottplatz. So nah. So verlockend. Raumschiff? Aber ich schweife ab. Hast du die Raumanzüge? Ja. Alle 5. Ja, bitte. Perfekt. Hier ist deine Bezahlung. Jetzt können wir mit dem nächsten Schritt des Plans weitermachen. Ich hoffe, ich kann auf deine Hilfe zählen. Wir müssen das Raumschiff auf dem Schrottplatz unter unsere Kontrolle bringen. Ich weiß, das ist viel verlangt. Darum gebe ich dir einen der größten Schätze der Habologie, wenn es klappt. Okay. Zusammen können wir das Raumschiff übernehmen. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Sagen wir es den anderen. Leute, kommt her. Bildet das Rad. Was bildet das Rad? Irgendwo hinten soll ein Raumschiff sein, okay. Bei dem Mistwetter sehe ich da nichts, aber gut. Okay. Ich bin Was? Plan des Hub kann in die nächste 1, 2, 3, 4, 5. Nun ernten wir die Früchte unserer harten Arbeit. Wir können den Schrottplatz befreien und uns das holen, was wir brauchen. Dank unseres Söldners haben wir Raumanzüge, die uns vor den Roboterwachen schützen. Also rein in die Anzüge und holt eure Waffen. Wir haben einen Söldner, der uns in den Kampf führen wird. Die sind am Anfang vielleicht etwas eng. Aber sie schützen euch. Na, okay, jetzt haben alle sowas an. Okay. Auf geht's in den Kampf. Hohejo. Nehmen wir gleich was anderes. Nee. Nee. Ja, das ist schon eher. Ja, Entschuldigung. Ich hab sie verloren.
Sind die alle schon tot oder was? Oh, die greifen mich an. Upsi. Das war mein Fehler. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Wo ich da rausgegangen bin, ne? Ich hoffe, das ist da, wo ich rausgekommen bin. Upsi. Hast du sie in eine Molle geworfen? das war weniger klug. Ups, ja, okay. Kontenance. Das kann jedem mal passieren, ne? Gut. auch nicht gut. Ja, ich schmeiß jetzt mal eine Molle. Wollte ich einen Nahkampfangriff gegen diese Ratte machen? Stattdessen werfe ich eine Molle erstmal in die Menge. Gut. Ich hab gewundert, warum einer jetzt so schnell tot ist. Kann ja kaum die Ratte gewesen sein. habe ich erstmal abgefackelt. Okay. Ja. Eieieiei. Nicht mal sagen. Gut. Aber ich würde sagen, denn da haben wir das Ganze. Reisen zu den Homologen wieder und beenden eher die Folge. Weil wer weiß, was für ein großer Kampf auf uns zukommt. Den möchte ich nicht mittendrin unterbrechen müssen. So, ist glaube ich jetzt da, wo ich raus bin, oder? Sag mir bitte, ist es jetzt da, wo ich raus bin? Ja, bringt die Raumanzüge. Sehr schön. So Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Die ist zwar relativ kurz, hat ein komisches Ende gehabt, aber... Ja, aber... Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Tschüss.